Etwas anderes ist bemerkenswert. Ich habe mich mit dem russischen Botschafter darüber unterhalten. Ich habe gefragt, ist eigentlich jemand mal von der westlichen Seite, insbesondere auch von deutscher Seite, von der Bundeswehr oder der Verteidigungsministerium, mal zu Ihnen hingekommen, hat gefragt, wie ist denn der Krieg bei Ihnen verlaufen? Es hat niemals bei der sowjetischen Armee, der russischen Armeeführung heute, die geringste Anfrage stattgefunden. Und ich persönlich habe einen direkten Kontakt zu dem General Lebed gehabt, der in Panjirtal dreimal vermisst gemeldet worden ist. Und der hat mir das geschildert und da hätte man es lernen können. Und da muss man auch sagen, ist also der republikanische General McCain in mancher Beziehung natürlich auch wieder ein vernünftiger Mann. Es ist eine durchaus ehrenwerte Persönlichkeit. Und wir hatten darüber über Indochina gesprochen. Er wusste, dass ich im Französischen Krieg gewesen war. Und er sagte, wir haben den großen Fehler begangen, dass wir nicht mal die Franzosen gefragt haben, wie man dort so einen Krieg führt und wie man eventuell auch verliert. Ja, all dieses findet einfach nicht statt. Es sind einfach, Mängel, die praktisch unverzeihlich sind. Und im Übrigen, das, was wir Al-Qaida nennen, die sitzen inzwischen nicht mehr in Afghanistan. Die sind, wie wir ja auch jeden Tag hören, in Nordpakistan. Sie sind in Jemen, sie sind in Somalia. Sie brauchen auch keine riesigen Räume, um zu lernen, wie man mit dieser zuständigen Technologie umgeht. Und die wirklich große Gefahr ist, dass der amerikanische Krieg, bevor er noch im Afghanistan, bevor noch 2011 dem Ende zugeführt werde, auf Pakistan übergreift. Und das sind 70 Millionen Menschen. Und Muslims mit einer stark hysterischen Veranlagung, die über die Atombombe verfügen. Das Rückgrat des Staates in Pakistan ist die Armee. Und der General Musharraf war im Grunde das geringere Übel, aber er war nicht bereit, gegen seine Glaubensbrüder und Landsleute in den Tribal Areas, in den Stammesgebieten vorzugehen. Da wurde er eben abgelöst und es wurde jetzt der Präsident Zardari an die Spitze gesetzt, der ein Verbrecher ist, der rechtskräftig verurteilt ist und der nur durch sein Präsidentenamt geschützt ist. Und die schöne Benazir war auch nicht die liebe Frau, als sie immer geschildert wurde. Aber der Mann gibt nun der pakistanischen Befehl, gegen diese Stämme an der Grenze vorzugehen. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Ich weiß nämlich, sie machen sich ja zu Komplizen der amerikanischen Ungläubigen einer fremden Macht. Und die wirkliche Gefahr, die uns droht, ist die pakistanische Bombe. Noch heute oder gestern habe ich in der Herald Tribune, das erfährt man Sebastian nur, die Kontrolle über die Bombe dem Staatspräsidenten Zardari entzogen worden und dem Premierminister unterstellt worden. Beides stimmt natürlich nicht. Die wirkliche Kontrolle hat die Armee. Aber wenn die Armee sich spaltet und sie wird nicht ewig Krieg führen gegen ihre Stammesbrüder, gegen ihre Glaubensgenossen im Norden, dann wissen wir nicht, in wessen Hände die Atombombe geraten kann. Die Atombombe wird erst gefährlich sein, wenn sie nicht mehr in den Händen einer Regierung ist. Und zwar ist die nordkoreanische. Die nordkoreanische wartet auch auf, dass nichts passiert. Sondern wenn sie in die Hände von kriminell, religiös, fanatisch oder ideologisch motivierten Verrückten gerät. Und da diese Gefahr ist diejenige, die uns eventuell bevorsteht. Sagen wir noch ein paar Worte zu den Taliban. Wir sollten einen deutlichen Unterschied machen zwischen den Taliban und das, was man Al-Qaida nennt. Al-Qaida, die Übersetzung heißt die Basis. Und Al-Qaida ist eine ganz lockere Organisation. Also wenn die Marokkaner in Spanien ein Attentat machen, die nennen sich dann vielleicht Al-Qaida, aber die haben mit Osama Bin Laden zu tun. Osama Bin Laden sitzt unter dem Schutz des Pashtun-Gesetzes, des Pashtun-Wali, sitzt er in irgendeiner gut beschützten Höhle, wird auch nicht ausgeliefert. Aber er hat keine Kommunikationsmöglichkeit. Er braucht nur ein Handy in die Hand zu nehmen, dann ist er von den Amerikanern geortet. Der kann also nur sein Tonband, das er gesprochen hat, auf ein Maultier binden und das eben zur nächsten Stadt schicken und dann kann es eben weiter befördert werden. Also jedenfalls direkte Befehlsmöglichkeiten gibt es auch nicht. Wir sollten, wenn wir von Terrorismus reden, auch nicht immer meinen, das sei alles in Afghanistan gebündelt. Als in London die Bomben explodierten, waren das muslimische Hindus mit britischer Staatsangehörigkeit, mit akademischer Ausbildung.
Und wo man nun wirklich darauf gedacht hat, dass die nun ausgerechnet die Attentäter sein würden. Und die haben mit Osama Bin Laden nicht sehr viel am Hut, nämlich so viel Ansehen genießen die Saudis nun wieder auch nicht. Und um zu den Taliban zu kommen, wie sind die Taliban entstanden? Nach dem Abzug der Russen, nachdem die Russen gezwungen waren abzuziehen, es war einfach sinnlos geworden. Hinterließen sie einen kommunistischen Diktator, Najibullah. Ich bin zu der Zeit in Afghanistan gewesen, ich kann das beurteilen. Der beherrschte aber noch die Städte, 3 Jahre lang immerhin. Er hatte 2 kommunistische Parteien, die übrigens für die Emanzipation der Frau in Afghanistan viel mehr geleistet haben, als das, was heute dem jetzigen Regime und der NATO-Präsenz passiert. Aber er beherrschte also die Städte, das Land auch nicht mehr. Aber 3 Jahre lang hat er gegen die Taliban, beziehungsweise die Mujahideen, die verschiedene Fraktionen, Widerstand geleistet. Und dann wurde er gestürzt und umgebracht und das fiel ins Chaos. Und nun kommen wir zu einem Kapitel, was tragisch ist. Das amerikanische Bedürfnis, dass die Gier geradezu nach dem Besitz des Erdöls und des Erdgases von Zentralasien haben die Präsidentschaft Bush dazu geführt, mit allen Mitteln zu versuchen, Pipelines zu bauen, die am Iran vorbei natürlich, der feindselig gesonnen ist, aber auch an Russland vorbei, den Indischen Ozean erreicht und zwischen den Taliban, zwischen den Amir Omar, der sich als Befehlshaber der Gläubigen stilisierte, ohne einen Anspruch darauf zu haben, aber der in Kandahar saß. Und nebenan saß die amerikanische gewaltige Erdölfirma Yonokal. War das Abkommen bereits geschlossen, eine Pipeline zu bauen durch ein Territorium über Herat, dann Shindand, in Richtung Pakistan zum Indischen Ozean. Und unter der Voraussetzung, dass die Taliban eben für Ruhe und Ordnung im Lande herrschten. Und das hätte geklappt, es herrschte ja Ruhe und Ordnung, wenn auch eine sehr harte, dass da die Scharia durchgeführt werden, dass Ehebrecherinnen gesteinigt wurden, dass die Idioten das auch noch öffentlich machten. Ändert nichts an der Tatsache, dass diese Gesetze auch heute noch in den afghanischen Dörfern durchgeführt werden und dass unsere werten Freunde und Verbündeten, die Saudis, jeden Freitag nach dem Freitagsgebet ihre Hinrichtungen hinter der Moschee in aller Öffentlichkeit ebenfalls vornehmen, aber es nimmt keiner daran Anstoß. Aber wie gesagt, man wollte diese Ruhe haben und die Idee kam von Pakistani, von dem pakistanischen Geheimdienst, der heute eine der großen Ungewissheiten in dieser Region sind, der Inter-Services-Intelligence-Service. Sie haben dann die Taliban aufgebaut, als Truppe wurden ausgerüstet. Und ich war in Herat, wie der Blitzfeldzug, seltsamerweise in Afghanistan finden bei der Eroberung immer Blitzfeldzüge statt. Die Russen hatten in 3 Tagen Afghanistan in ihre Hand gebracht. Und die Amerikaner 2001 in einem sehr gut organisierten Feldzug übrigens hatten auch, waren bis Kandahar, bis weit im Süden vorgestoßen, hatten oberflächlich das Land unter Kontrolle gebracht. Und die Taliban sind mit der gleichen Geschwindigkeit vorgerückt und waren von einem Tag zum anderen in Herat und dann anschließend in Kabul. Ich bin dann anschließend nach Teheran und habe die Perser gefragt, wie war denn das möglich, dass sie schnell in Herat waren. Und wie ist das nun der Feldherr Ismail Khan, der dort erwartet hat, dass der dort so überrumpelt wurde? Und dann die Antwort von einem Teheran, die ihre Leute kennen, he has been paid off. Er ist eben rechtzeitig ausreichend bezahlt worden. Als das spielen eine Rolle, aber unerträglich wurden die Taliban für die USA in dem Moment, wo sich eben herausstellte, dass die Al-Qaida, diese Resttruppen, die gegen die Sowjetunion gekämpft hatten und sich jetzt gegen Amerika wandten, dass die in Afghanistan eine Zuflucht hatten. Und ich muss ehrlich sagen, damals, als dieses Attentat stattgefunden hat, ich habe das gesehen, es war Eindruck, gerade für einen Film, den Film Independence Day ungefähr. Und damals sagten sich die Europäer, und verständlicherweise, wir schulden den Amerikanern doch einiges,
haben sich solidarisch erklärt. Nicht nur, wie die Bild-Zeitung hat damals geschrieben, wir sind alle Amerikaner, sondern die französische Zeitung Le Monde, die in keiner Weise proamerikanisch ist, schrieb ebenfalls, nous sommes tous des Amerika. Und man hat sich mit den Amerikanern solidarisiert, was richtig war. Was falsch war, ist, dass man sich berufen hat auf den Artikel 5 des NATO-Vertrages. Das ist nämlich praktisch eine Kriegsverwicklung. Eine Verwicklung, ein griechisches Wort, was man also heute nicht in den Mund zu nehmen wagt. Und seit diesem Artikel 5 führen wir Krieg, ja, aber gegen was? Gegen den internationalen Terrorismus. Und da gibt es so eine Aussage, ich zitiere dann immer sehr gerne Amerikaner, und zwar den Sicherheitsberater des Präsidenten Carter, Brzezinski, einer der klügsten Leute da drüben, der gesagt hat, der Terrorismus ist kein definierter Gegner, sondern Terrorismus ist eine Art und Weise, der Schwächeren Krieg zu führen. Und man kann also, sagen wir, nicht eine Kriegführung bekämpfen, sondern muss schon einen soliden Gegner haben. Und so hat sich das so allmählich weiterentwickelt unter Bush, das Gespenst des Islamofaschismus, und aus dem Krieg gegen den Terror wurde dann so ein bisschen der Krieg gegen den militanten, revolutionären Islam. Und es gibt viele islamische Länder, wo Grund besteht, eine Revolution zu unternehmen. Und da kommen wir dann auch, sagen wir, verwickeln wir uns in die eigenen Lügen und die eigenen Heucheleien. Wir reden von Demokratie und freien Wahlen. Ja, in Saudi-Arabien ist nicht die Rede davon. In Ägypten lässt sich der Präsident Mubarak seit 30 Jahren mit 92% oder 97% wiederwählen. Und der wirkliche internationale Verbrecher als Staatschef, das war nicht Saddam Hussein, das war Gaddafi. Und dem baut man ein Zelt im Garten des Élysée-Palastes, zu dem pilgern unsere Minister, während er in der arabischen Welt im Grunde ziemlich verachtet ist. Aber dadurch verliert man natürlich jede Glaubwürdigkeit. Und wenn dann wirklich mal die Panne passiert, dass ehrlich gewählt wird, wie in Algerien, da hat die Offiziersdiktatur, die dort seit der Verhaftung Ben Bellas, also praktisch seit Beginn der Unabhängigkeit an der Macht ist, diese Offizierskamarilla, die hatte in völlig verkennender Lage freie Wahlen. Es gab da eine relativ harmlose islamische Partei, die nie ein einziges Attentat durchgeführt hatte, die sich vor allem durch Sozialarbeit hervorgetan hatte. Das war die Jabhat Islamiya Lil-Inqas, die islamische Heilsfront. Und die hatte auf einmal die Mehrheit der Stimmen. Und dann wurde eiligst geputscht. Und da hat sich im Westen aber kein Mensch drüber aufgeregt, sondern war erlöst, dass nicht ein islamisches Regime in Algerien an die Macht gekommen ist. Und ähnlich war es ja auch in Palästina. Das begreife ich heute noch nicht, dass die Israelis, die nun den berühmten Geheimnis in Shin Bet verfügen und ihre Agenten im Gazastreifen überall haben und die Strukturen auch des palästinensischen Widerstandes völlig durchdrungen haben, dass sie zu dem Schluss kamen, wir veranstalten Wahlen bei den Palästinensern, in der Hoffnung, dass dann mal diese gemäßigte PLO-Richtung sich durchsetzt. Und wir lassen sogar internationale Beobachter zu. Also die Wahl war ehrlich. Ja, wer wurde gewählt? Die Hamas. Weil die Hamas nämlich im Gegensatz zu der total korrupten PLO, die man die Tunesier nennt, weil sie so lange im Exil gewesen waren dort, weil die Hamas Sozialarbeit gemacht hat, sich um die Witwen und Waisen kümmert, Krankenhäuser gebaut hat, Schulen gebaut hat. Und dann natürlich, als sie dann zur verbrecherischen Organisation erklärt wurde, dann natürlich auch zum Mittel des Terrorismus gegriffen habe. Aber es ist kein neuer Staat in der Geschichte entstanden, ohne Anwendung von Mitteln, die wir heute als Terrorismus bezeichnen würden.